Morgen, wenn man das jetzt noch sagen kann. Ich freue mich sehr, als eine der emigrierten Oberösterreicherinnen, von denen es ja einige gibt, in Wien, hier zu sein. Und danke für die Einladung nochmal. Danke auch den Vorrednern. Und manche Dinge, das finde ich sehr spannend, manche Bilder sind auch schon gefallen. Ich finde es auch sehr schön, hier ansetzen zu können, wo mein Vorredner begonnen hat, nämlich mit der Patienten-Arzt-Kommunikation. Mein Thema, über das ich die nächsten 25 Minuten werde disziplinieren, auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit, konzentrieren werde, ist die Kommunikation von den Gesundheitseinrichtungen. Also nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern eben der gesamten Kommunikation, der gesamten Organisation. Davon, was die Voraussetzungen sind, um hier zum einen effektiv zu sein, aber vor allem auch glaubwürdig. Ich habe dazu 9 Thesen und eine Lösung, oder sagen wir mal einen Lösungsansatz mitgebracht. Als Einstieg möchte ich Bezug nehmen auf das Generalthema, und das ist interessant, das babylonische Sprachgebiet wurde ja auch schon erwähnt, hier auch im Bild. Wir müssen miteinander reden, wenn das bloß so einfach wäre. Also nicht nur auf der persönlichen Ebene, wie wir gerade gehört haben, sondern auch als Unternehmen selber nach außen die richtige Tonalität zu finden, die richtige Dimension, die richtige Sprache oder überhaupt zu kommunizieren. Da herrscht sehr, sehr oft sehr große Scheu, aus oft berechtigten Gründen natürlich. Angst vor Kontrollverlust, schlechte Erfahrungen, auch mit Journalisten anwesend ausgenommen. Und es ist ein sehr, sehr sensibles Business, wenn ich das Wort Business hier verwenden darf. Es gibt Menschen, die geschützt werden müssen. Aber um Paul Watzlawick, der schon zweimal gefallen ist, zu strapazieren, und ich glaube, es gibt keinen Satz von Watzlawick, der so oft verwendet wird. Und ich muss gestehen, ich habe ihn lange nicht, auch wenn ich diesen Watzlawick-Preis gewonnen habe, habe ich ihn trotzdem nicht verstanden. Beziehungsweise ich habe ihn kritisiert und ich muss gestehen, ich verstehe ihn erst seit kurzem, seit ich mich noch mehr mit Ethik auseinandergesetzt habe. Dieses, man kann nicht nicht kommunizieren. Das klingt absurd, aber zum einen heißt es ja in dem Moment, wo Sie sich selber entscheiden, nicht zu kommunizieren, Kommunikation ja trotzdem stattfindet, aber eben ohne Sie. Das heißt, Sie überlassen das Feld der Gerüchteküche. Ob jetzt virtuell, und die sozialen Medien spielen hier eine ganz große Rolle, oder auch real. Und das ist definitiv schlimmer als eine möglicherweise nicht perfekte Organisationskommunikation. Und, auch anschließend an meinen Vorredner, mit der Verweigerung der Kommunikation signalisiere ich, ich will nicht mit dir reden. Also dieses, was Journalisten ja auch so gerne hören, kein Kommentar. Dieser Begriff ist viel stärker als alles, was ich sage. Und auch viel negativer natürlich. James Orbinski, ein Arzt aus Kanada und mein ehemaliger Chef bei Ärzte ohne Grenzen, also ich war 9 Jahre dabei und habe die Gelegenheit gehabt, diese, nach wie vor, ich stehe sehr hinter dieser Organisation, diese Organisation in Österreich mit aufzubauen. Er hat anlässlich der Verleihung der Friedensnobelpreisrede an eben Ärzte ohne Grenzen im Jahr 1999 gesagt, wir wissen nicht, ob Worte immer helfen, immer Leben retten können. Wir wissen nur, dass Schweigen tötet. Das klingt jetzt vielleicht absurd, wenn ein Arzt das sagt, der den Eid des Hippokrates abgelegt hat, der Schweigepflicht hat. Aber, und das war bei dieser Organisation das eigentliche Ziel der Gründung, nämlich im Jahr 1971, dieses Advocacy. Das heißt, ich bin nicht nur Arzt oder Ärztin, sondern ich bin auch Anwalt, ich bin Fürsprecherin, ich bin Sprachrohr für meine Patienten, für deren Interessen. Vor allem, wenn die das nicht selber können.
Und diese Advocacy-Rolle ist etwas, das zunehmend nicht nur in der humanitären Hilfe, sondern auch bei uns eine sehr große Rolle spielt. Und es ist etwas, das soziale Organisationen auszeichnet, das sie auch unterscheidet von den immer mehr werdenden reinen Unternehmen, die auch im Gesundheitssektor vor allem sehr ökonomisch agieren. Also diese Anwaltschaft, diese Fürsprecherrolle heißt aber auch, ich muss Position beziehen. Das heißt, ich muss Stellung beziehen. Und das ist nicht immer leicht. Ich habe ja auch Aspekte wie Datenschutz, ich habe Eigentümerschaft, ich habe Verschwiegenheit, all diese Dinge, die ich berücksichtigen muss, als Gesundheitseinrichtung. Das heißt, ich bin in einem Spannungsfeld der Interessen, wie auch der Titel meines Vortrags heißt. Ich bewege mich zwischen auf der einen Seite Informationspflicht, der Forderung nach Transparenz, die immer stärker wird, aber auch der Solidarität gegenüber meinem Arbeitgeber und seinen Interessen. Und das ist ein Spannungsfeld, das PR-Leute seit jeher kennen, das steckt auch in den Kodizes. Also PR-Fachleute zum Beispiel sind in der Öffentlichkeit oder sie sind der Öffentlichkeit verpflichtet, aber sind auch ihrem Auftraggeber oder Arbeitgeber verpflichtet. Und in diesem Drehkreuz befinden wir uns. Da kommt man nicht raus. Das heißt, ich muss mich der Herausforderung stellen. Aber das ist auch das, was Drehkreuze so an sich haben. Man bleibt in Bewegung. Früher war der soziale Sektor, und ich bin jetzt vielleicht etwas drastisch, aber ich habe selber drin lang gearbeitet, bis zu einem gewissen Grad so etwas wie ein geschützter Bereich. Also natürlich unterschiedlich von Organisation zu Organisation, aber sie hatten so etwas wie eine Privatsphäre. Sie konnten Dinge jahrelang, jahrzehntelang auch geheim halten. Heute steigt der Druck von allen Seiten. Das heißt, sie können auch institutionelle Probleme, institutionelle Themen nicht mehr wirklich hintanhalten. Sie stehen zunehmend im Licht einer kritischen und immer kritischer werdenden Öffentlichkeit. Dazu kommt, dass wenn man über Wertethemen kommuniziert, und das sind ja die Themen, mit denen Sie zu tun haben, andere Erwartungen da draußen herrschen. Es sind viel höhere Ansprüche, als man das jetzt bei anderen Dingen gewohnt ist. Das heißt, die Rezipienten, die Menschen draußen, erwarten zum Beispiel absolute Authentizität. Das heißt, sie gleichen das, was sie kommunizieren, mit ihren eigenen Erfahrungen ab oder mit den Erfahrungen ihrer Freunde, ihrer Bekannten. Und stimmt das nicht überein, was überwiegt? Die eigene Erfahrung. Auch ein bisschen in Anlehnung an meinen Vorredner. Also nicht das, was Sie als Institution von sich sagen, auch wenn es noch so richtig ist. Und damit herrscht so etwas wie eine Asymmetrie des Vertrauens, wie das zum Beispiel Andreas Suchanek, ein deutscher Wirtschaftsethiker, sehr schön gezeichnet hat. Das heißt, wenn diese Übereinstimmung zwischen dem, was Sie kommunizieren, und dem, was von anderen beobachtet werden kann, ob jetzt Patienten, ob jetzt anderen Menschen, Stakeholdern, wie wir sie heute so schön nennen, wenn das nicht übereinstimmt, dann ist gleich mal die ganze Organisation unglaubwürdig und nicht nur ihre Kommunikation oder nicht nur das eigene Projekt. Was dazu kommt bei den Erwartungen ist, das, und das haben wir sehr schön gehört und so schön kann ich das hier nie bringen, Ihr Gegenüber erlaubt sich Emotionen, Sie als Institution haben aber die Aufgabe natürlich als Institution faktisch zu agieren. Das heißt, Sie dürfen weder überzeichnen, Sie dürfen nicht übertreiben und Sie sollten möglichst in der Außenkommunikation möglichst wenig werblich agieren, denn auch das ist von vornherein hat eine geringere Glaubwürdigkeit. Nichts hat sich so sehr intensiviert und verändert in den letzten 15 Jahren wie die Kommunikation selber. Mit allen Konsequenzen. Also von der Änderung des Leseverhaltens bis hin zum Zeitungssterben hängt natürlich zusammen. Das heißt, das einzig Beständige, das wir in der Kommunikation heute haben, ist der Wandel.
Wir haben heute eine völlig andere Art zu kommunizieren als noch vor 15, 20 Jahren. Wenn ich mal meine Kinder anschaue, die sind jetzt 21, 24. Ich bin noch alt genug oder schon alt genug, noch mit Telex, Telefax, Festnetz aufgewachsen zu sein. Viele von Ihnen auch. Das hat sich massiv verändert. Die stärksten Treiber der Veränderung sind heute die sozialen Medien. Nur zwei Zahlen dazu, die wirklich nachdenklich machen. 86% der Menschen checken heute Online-Bewertungen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. 86%. Das ist eine Untersuchung aus dem angloamerikanischen Raum, bei uns ist es vielleicht eine Spur niedriger. Zweite Zahl, und die finde ich noch bedenklicher, vor allem auch, wenn ich jetzt an das Verhältnis Arzt-Patient denke, 88% vertrauen Online-Bewertungen genauso wie persönlichen Empfehlungen. 88%. Wenn wir wissen, wie viel dort manipuliert wird, gerade wenn wir an Online-Foren denken, und ich erlebe das im Ethikrat, in dem ich bin, täglich, weil wir da diese Manipulationen auf den Tisch bringen. Die Menschen können auch nicht mehr unterscheiden, was ist Werbung und was nicht. Dann ist diese Zahl noch bedenklicher. Das heißt letztlich, dass sich auch die Macht verschoben hat. Weg von Institutionen, von Medien, leider, muss ich sagen, demokratiepolitische Katastrophe, hin zu Rezipienten, die bis jetzt nur passive Zuhörer waren, die bis jetzt nur Leser waren. Damit, vielleicht noch vorweg, in den Köpfen der Vorstände, der Verantwortlichen, und das erlebe ich im Unternehmen noch viel stärker, als es vermutlich in Gesundheitseinrichtungen ist, vor allem denen meiner Generation oder der darüber, ist diese Veränderung noch nicht angekommen, auch diese Machtverschiebung. Da ist noch der Gedanke oder eigentlich der Wunsch, ich kann alles kontrollieren. Ich kann kontrollieren, was über mich gesagt wird als Institution. Das ist vorbei. Und damit sind wir bei einem ganz wichtigen Aspekt, nämlich Kommunikation ist immer ein Spiegel der Haltung. Viele Probleme einer Organisation, die sich als Kommunikationsprobleme äußern, kommen in Wirklichkeit von ganz woanders her. Falsche Managemententscheidungen, Probleme des Produkts, wenn ich an Unternehmen denke, Probleme der Grundhaltung, Krisen, die von außen verursacht werden, Probleme der Mitarbeiter sehr oft. Viele von ihnen werden zu Kommunikationsproblemen, können aber durch Kommunikation allein nicht gelöst werden. Das glauben viele, wenn sie in der Krise sind, holen sie sich einen PR-Manager, einen Krisenmanager. Man muss Probleme dort angehen, wo sie herkommen, völlig klar. Das heißt nicht mehr, nicht weniger, dass nicht nur die Kommunikation immer wichtiger wird, sondern dass die Rollen und die Aufgaben der beteiligten Personen immer komplexer werden, immer herausfordernder, wie Sie ja auch in Ihrem eigenen Job merken. Aber dass vor allem dieses Zusammenspiel untereinander noch wichtiger wird. Und bei sozialen Organisationen, die ja Gesundheitseinrichtungen sind, kommt noch ein zentraler Aspekt dazu, den ich am Anfang erwähnt habe, nämlich Ihr Produkt ist Ihre Serviceleistung. Und die ist meistens eben mit dieser Anwaltschaft verbunden, mit dieser Fürsprecherrolle. Und diese Anwaltschaft geht wiederum nur durch Kommunikation. Und damit wird Öffentlichkeitsarbeit bei sozialen Organisationen, die eben kein Produkt haben, das praktisch ein Selbstläufer ist, das mit eigenen Markenwerten, wie wir so schön sagen, ausgestattet ist und sich praktisch von selber verkauft, damit wird eben diese Öffentlichkeitsarbeit überlebenswichtig. Denn der Gesellschaft, aber auch der sozialen Organisationen. Also es besteht teilweise auch die reale Gefahr, dass im sozialen Sektor, und Sie haben es am Eingang auch bei den Eingangsstatements erwähnt, die Themen, die im Vordergrund stehen,
haben sehr stark mit ökonomischen Dingen zu tun. Also das heißt, gerade im sozialen Sektor steht in der Außendiskussion immer mehr die Mittel zum Zweck im Mittelpunkt der Diskussion. Also das heißt, ja, das Geld, das wir dafür brauchen, oder bei sozialen Organisationen, das Fundraising, das, worum es geht, wird in der Außendiskussion oft viel zu wenig erwähnt. Also wenn ich zum Beispiel vor 20 Jahren Studenten befragt habe, wofür eine Non-Profit-Organisation da ist, dann kamen Antworten wie die Welt retten, Gutes tun, Menschen versorgen. Heute kommt spontan unisono Spenden sammeln. Und das ist wirklich bedenklich. Das kommt nicht von ungefähr, weil eben es zunehmend um Geld geht, um die Ressourcen und weniger um die Mission und den Zweck. Und genau das wären ja die stärkeren Botschaften. Diese Ökonomisierung schlägt sich auch nicht nur im Image nieder, sondern auch in den Bilanzen. Also wenn wir uns die Reputation anschauen, die ist heute mit den heutigen Bilanzierungsregeln der höchste immaterielle Vermögenswert in einer Bilanz. Nach manchen Untersuchungen über 60%. Was das mit der Stabilität von Bilanzen macht, ist eine andere Sache. Es heißt einmal zuerst, dass die Kommunikation direkt in das finanzielle Ergebnis einzahlt. Von Unternehmen, aber auch natürlich teilweise von Organisationen. Das heißt umgekehrt, dass negative Reputation existenzgefährdend ist. Das heißt, Reputation ist nicht nur rasch verspielt, es ist etwas, das man sich sehr, sehr hart verdienen muss. Und das nicht nur bei Kunden, im Unternehmenssektor, bei Patienten, im sozialen Sektor, sondern auch bei den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Reputation wird vor allem in heiß umkämpften Arbeitsmärkten, und ihre ist so einer, immer mehr zum Wettrennen der besten Köpfe. Darum ist eine eigene PR-Disziplin entstanden, die heißt sogar Employer Branding. Also die Positionierung der eigenen Organisation als spannender und guter Arbeitgeber. Aber genau hier sind die großen Schwachpunkte, die die Organisationen auch oft unterschätzen. Denn bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirkt sich dieses Auseinanderklaffen von Schein und Sein noch stärker aus als bei allen anderen. Also im Idealfall sind sie Botschafter, im schlimmsten Fall sind sie Gegner im eigenen Haus. Und heute reicht ein Handyvideo und die Geschichte ist draußen. Das heißt, ein Mangel an Authentizität, an Integrität kann bis hin zum offenen Widerstand führen. Also das erleben wir teilweise jetzt auch in der Beratungsfunktion. Wir sind teilweise in Unternehmen gekommen, wo die Mitarbeiter die Werteplakate von den Wänden gerissen haben. Weil sie so in krassem Gegensatz zu dem stehen, was sie täglich erleben. Da geht es dann nicht mehr nur um Reputation oder um Employer Branding, da geht es dann nämlich wirklich ans Eingemachte, an die Substanz. Wie schaffe ich jetzt diese heiß umkämpfte, heiß begehrte Reputation? Die zentrale Basis jeglicher Kommunikationswirkung sind zwei Dinge, Glaubwürdigkeit und Vertrauen, das hier schon angeführt haben. Beides geht immer mehr zurück. Wenn wir uns anschauen, wem wird heute vertraut, da gibt es sehr spannende Untersuchungen, dann sind es nicht mehr die Institutionen, dann sind es nicht mehr Politiker, Experten, sondern zunehmend die eigene Peer Group, das Umfeld. Auch das macht ziemlich nachdenklich. Vertrauen ist aber viel mehr als nur ein strapaziertes Wort. Es heißt in der Praxis, wenn wir darüber nachdenken, Vertrauen reduziert Komplexität. Es macht effizient. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber stimmt. Denn wenn ich vertraue, dann muss ich nicht darüber nachdenken, über die Motive meines Gegenübers. Ich muss nicht wachsam sein. Das erleichtert mein Leben ungemein. Egal ob jetzt im Job oder privat. Effizient macht es, weil meine Wege der Informationsbeschaffung
und auch damit die Kommunikation ziemlich abgekürzt wird. Das heißt, ich muss nicht noch mehr über den anderen in Erfahrung bringen, wenn ich ihm vertraue. Das heißt aber auch, dass Vertrauen auf Kontrolle verzichtet. Darum ist dieser Satz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, in Wirklichkeit ein totaler Humbug. Es heißt aber, ich räume dem Gegenüber Macht ein. Und damit ist Vertrauen, dass wir auch wieder so schön neudeutsch unter Empowerment verstehen. Vertrauen heißt damit aber auch, ich muss meine Motive offenlegen. Und ich muss Begründungen liefern. Das ist ja auch die Stärke der Ethik. Umgelegt auf die Kommunikation heißt es, ich kann Vertrauen nicht durch Kommunikation alleine schaffen. Es resultiert immer aus dem, was ich tue und aus den Entscheidungen im Unternehmen natürlich oder in der Organisation. Und das macht PR so schwierig. Vor allem in Zeiten von sozialen Medien, wo eben ein Handyvideo oder ein Tweet eines Patienten ausreicht und viel glaubwürdiger ist als das, was die eigene PR-Abteilung sagt. Und darum ist es die größte Herausforderung, diese Inkonsistenz zwischen Handeln und Kommunikation zu vermeiden. Das heißt, die Selbstdarstellung, also das, was ich über mich als Spital kommuniziere, muss konsistent sein mit den Verhaltensweisen, die beobachtet werden können. Und damit ist die Vertrauenswürdigkeit eines Akteurs, wie Suchanek auch so schön sagt, unteilbar. Also jeder Eindruck zählt. Glaubwürdigkeit wiederum wird heute als einer der größten Herausforderungen überhaupt gesehen. Also das ist eine Umfrage unter Managern und CEOs in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Danach ist Glaubwürdigkeit die drittgrößte Herausforderung, mit der sich Manager in den nächsten Jahren konfrontiert sind. Gleichzeitig, und das ist eigentlich das Alarmierende, warum ich Ihnen das zeige, ist im Gegensatz zu anderen Herausforderungen die Erhaltung von Glaubwürdigkeit diejenige, bei der die Manager am wenigsten Maßnahmen haben, am wenigsten Strategien parat haben. Das heißt, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie wissen nicht, was sie tun müssen, um glaubwürdig zu sein. Das ist ein Alarmsignal. Und es ist eigentlich eine Absage an die eigene PR, denn wenn man PR-Leute fragt, was sie tun, dann sagen 98%, ich schaffe Vertrauen, ich schaffe Glaubwürdigkeit. Offenbar wird es von den eigenen Chefs nicht so gesehen. Das heißt, hier haben wir wirklich ein großes Thema. Der Grund dafür liegt vermutlich im Folgenden. Glaubwürdigkeit setzt zwei Dinge voraus. Zum einen umfassendes Wissen. Das heißt, ich muss umfassend kommunizieren, nicht immer nur mein eigenes Selbstbild, keine Eigenwerbung, wie es üblich ist. Und das Zweite, Glaubwürdigkeit verlangt Selbstreflexion. Wo aber wird das je betrieben? Auch wenn Sie in Ihre eigenen Institutionen denken. Welche Unternehmen, welche Organisation hat je, außer jetzt in persönlichen Gesprächen, da ist es natürlich etwas anderes, aber nach außen hin, in einer Publikation zum Beispiel Fehler eingestanden, aktiv Selbstkritik betrieben. Also gerade in Österreich sind wir hier ganz schlecht. Das ist völlig undenkbar. Das ist ein krasser Widerspruch zu all dem, was zum Beispiel Medientrainer oder auch meine Ex-Kollegen in der PR-Berater ihren Kunden vermitteln. Weil da geht es darum, immer positiv sein, immer positiv formulieren. Ich habe das selber jahrelang in Form von Medientrainings gemacht. Heute würde ich das so nicht mehr sagen. Und es ist genau diese Selbstreflexion, die letztlich das beste Rezept ist, um Vertrauen auch zu erlangen. Also darum auch vorher das Bild von Präsident Obama, der in mehr als einem Interview Fehler zugegeben hat, der die Verantwortung dafür übernommen hat, mit praktisch ausschließlich positiver Resonanz, außer jetzt vielleicht beim politischen Leben. Er wurde zu Recht von vielen und eben auch von Kritikern bewundert für seinen Mut, Fehler auch öffentlich einzugestehen. Denn er ist damit, er hat sich damit auf eine andere Ebene begeben. Und das ist ein bisschen auch das, was mein Vorredner gesagt hat. Er begibt sich auf Augenhöhe und damit
ist er einer von uns. Damit verstehen wir ihn und haben das Gefühl, er versteht uns. Also dieses Phänomen ist auch wissenschaftlich bestätigt. Da gibt es die sogenannte Erwartungswiderlegungshypothese. Also das sagt, dass ihr Gegenüber geht automatisch davon aus, dass sie ihre Botschaft in ihre Richtung verzerrt. Das ist vor allem für Unternehmen. Man erwartet automatisch, dass sie die Dinge beschönigen. Wenn sie das aber nicht tun, sondern im Gegenteil selbstkritisch einsteigen, dann nimmt nicht nur die Akzeptanz der Botschaft zu, sondern eben auch die Sympathie. Das heißt in anderen Worten, Selbstkritik fördert Vertrauen, ist ein großer Sympathiefaktor. Und das erleben wir wahrscheinlich auch im persönlichen Umgang. Wenn ich das umlege auf die organisierte Kommunikation, dann heißt das nichts anderes, als dass auch heikle Themen angegangen werden, angesprochen werden müssen, denn sie sind im Bewusstsein ihres Gegenübers, ihrer Rezipienten sowieso vorhanden. Wenn ich diese Themen unerwähnt lasse, dann führt das zu einem Glaubwürdigkeitsdefizit. Also hier noch einmal die Zusammensetzung. Die Basis für Glaubwürdigkeit ist echter Dialog. Das, was wir heute auch wieder, sorry für diese englischen Bezeichnungen, Stakeholder Engagement nennen. Also nichts anderes als ein strategischer Dialog, Auseinandersetzung mit den Mitarbeitern, mit den Lieferanten, mit Eigentümervertretern. Also das sind Dinge, die, wo sich Unternehmen noch viel schwerer tun als soziale Organisationen. Diese Auseinandersetzung ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, eben auch, weil die neue Kommunikation, sprich soziale Medien, zu immer mehr, zu immer offenerer Interaktion zwingen. Und diese Stakeholder, oder diese Menschen, die ihnen da gegenüberstehen, erwarten dabei nicht Opportunismus, das wird sehr oft falsch verstanden, sondern letztlich, dass ein Unternehmen mit Integrität, mit Prinzipien geführt wird. Und sie erkennen sehr oft intuitiv, was ernst gemeint ist und was nicht. Das ist besonders wichtig, wenn es um die Organisation drin geht, das heißt um die Menschen innerhalb der Organisation. Denn man ist auch als Kommunikator, als zum Beispiel PR-Mensch in einem Unternehmen, in einer Organisation ja nicht nur Sprachrohr nach außen, sondern sie sind ein ganz wichtiges Korrektiv dann auch nach innen. Also das heißt auch manchmal Vorhaben, Pläne hinterfragen und Nein sagen. Mit ganz starken Argumenten, nämlich mit der Glaubwürdigkeit. Bevor ich in diesen Dialog trete, und hier auch wieder Anschluss an den Vorredner, muss ich letztlich das Fundament setzen, das wirklich zentral ist, und das eben so banal klingt, dass es vor allem aus vielen Chefetagen der Unternehmen, vor allem der Konzerne, verschwunden ist, nämlich Nachdenken und Reflexion. Und genau das versteht man heute unter Unternehmensethik. Damit ist jetzt nicht Gutes tun gemeint, wie es sehr oft verstanden wird, im Sinn von Spenden tun, sondern es geht um systematische Reflexionsprozesse. Die braucht jede Organisation. Und in guten Organisationen, und ich glaube in vielen von Ihnen ist das der Fall, sind diese Reflexionsprozesse auch vorhanden. Sie sind zum einen damit nicht nur die Basis für Glaubwürdigkeit, sondern letztlich, was kommt raus dabei, Prinzipien, an die man sich halten kann. Und sie sind Quelle für Innovationen. Weil die kriege ich auch wiederum nur durch Interaktion und durch Nachdenken. Klingt auch sehr banal, ist aber, Sie werden es nicht glauben, gerade in Konzernen und hier gerade in börsennotierten Konzernen alles andere ist verständlich. Also da ist dieser Automatismus, dieser Aktionismus ganz, ganz stark. Und der Lösungsansatz, und damit komme ich dann langsam zum Ende meiner Ausführungen, ist eben nicht überraschend ethikbasierte Kommunikation. Der erste Schritt dafür, und das ist meiner Erfahrung nach das Schwierigste, ist Umdenken, ist Haltungsänderung. Da gibt es noch sehr viel Potenzial, denn dieser übliche PR-Ansatz, tue Gutes, sprich darüber und immer nur das Gute zu kommunizieren, reicht nicht. Auch der rechtliche Ansatz, also das Thema
Compliance, Gesetze zu befolgen, reicht nicht, wie man zum Beispiel auch bei VW gesehen hat. Die hatten die größte Compliance-Abteilung in ganz Deutschland und trotzdem hatten sie das. Das heißt, und damit komme ich zur Zusammenfassung, verantwortungsvolle, ethikbasierte Kommunikation, also das, was ich in meinem Buch unter Responsible Communication genannt habe, basiert auf vier Säulen, um glaubwürdig und um akzeptiert zu sein. Das eine ist Einbringen in der gesellschaftlichen Sicht, also keine Eigenwerbung, Bereitschaft zur Selbstkritik, Selbstreflexion. Das Schwierigste, Ethik als Basis für Denken und Handeln. Ich kann mir vorstellen, dass das für Ordensspitäler einfacher ist, aber das ist die größte Hürde für Unternehmen, weil letztlich heißt es die Anerkennung der Rechte anderer. Da sind wir ganz stark beim Thema Mitarbeiter. Sind sie ein Mittel zum Zweck oder nicht? Und das Vierte, die Diskursorientierung. Also das heißt, echter Dialog. Und mit echtem Dialog meine ich, dass es heute aufgrund dieser Entwicklung, man muss miteinander reden, vor allem auch im Unternehmenssektor, sehr viele Scheindialoge gibt, sehr viele letztlich Angebote, reden wir miteinander, in Wirklichkeit geht es darum, maximal ein bisschen Feedback zu kriegen, aber eine wirkliche Einbeziehung von anderen Meinungen schaut anders aus. Also das sind die vier Punkte und ich glaube, dass die nächsten Jahre hier ganz, ganz spannend sind. Wir haben ganz viele gesamtgesellschaftliche Veränderungen. Wir haben viele fundamentale Dinge, die in Bewegung sind. Wir sind mittendrin in einem Wertewandel und damit einher geht immer, wenn man zurückschaut auf die letzten 2000 Jahre, der ökonomische Paradigmenwechsel. Da stehen wir am Beginn. Dort, und das ist meine Überzeugung, wo es interne, systematische Reflexion gibt auf allen Ebenen, dort, wo die eigene Legitimation auch hinterfragt wird und vor allem dort, wo Menschen, auch kritische Menschen, nicht instrumentalisiert oder nur um ihre Meinung gefragt, sondern ernsthaft involviert werden, dort können Unternehmen und Organisationen Vertrauen aufbauen und auch langfristig halten. Und darum geht es. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, nochmal die Einladung an Sie, Fragen zu stellen an die Referentin, Frau Fahrer. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, nur zu heben, aber dann machen wir.